Hallo und herzlich willkommen zurück zu KSP. Hier ist wieder Mission Controller Legolas. So, wie ihr seht, seht ihr nichts Neues eigentlich. Ja, doch, ja, also das hier ist die alte Rakete. Ich habe das nochmal zurückgesetzt, das Ganze. Also nicht so weit, also es gab noch ein kurz vor Andock hier Manöver. Eigentlich ein Save vom Spiel selber. Jetzt habe ich hier unseren kleinen Greifer hier mit den Batterien angedockt. Das sieht ein bisschen aus wie so ein, ja, wie so ein Parasit, wenn man so will. Was sich so angrapscht. Da oben den Radar-Altimeter kann man ja wieder wegmachen. So. Also dieses Mal, ich zeig's euch, Hallöchen. Haben wir hier Energie drin. So. Ich habe das auch extra so gemacht, dass ich die Solarzellen mal aufgeladen habe. Also nicht die Solarzellen, sondern ich habe hier die Batterien von Solarzellen mal laden lassen. Weil wir hatten hier selber nicht mehr viel Energie drin. Nur ich muss eigentlich, wenn ich diese Rettungsrakete nochmal einsetze das nächste Mal, dann muss ich eigentlich hergehen und andere Solarzellen ranbauen. Die Dinger hier sind einfach unpraktisch. Die Plattendinger, die können sich nicht ausrichten, gar nichts. Und eigentlich zum Laden sind sie nicht so toll, so geeignet, weil ja, einfach unpraktisch. So. Jetzt kann ich hier definitiv das hier steuern. Also es haben Full Control. Klar, Science kann man nicht übertragen. Ist ja auch nicht gedacht dafür. Ja, jetzt kann man eigentlich sozusagen die Rakete zurück nach Kerbin verfrachten. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, das hier. Wir können die drei jetzt erstmal im All lassen und uns erstmal jetzt die Rakete hier widmen. Sicher, und ich habe auch schon von einem treuen Zuschauer jetzt eben gehört, dass meine Raketen sehr uneffizient wären und teuer. Ja, mein Lieber, ich habe es ja auch schon in den Kommentar geschrieben. Das weiß ich selber, aber ich bin ja froh, dass sie wenigstens funktionieren. Man kann das sicher alles viel kleiner, einfacher, effizienter bauen und so. Ich habe halt immer Probleme damit, wie viel Treibstoff brauche ich und dann überhaupt baut man es gern groß weil es macht einfach irgendwie Spaß, so unmögliche Konstrukte zu bauen. Ist ja ein bisschen auch so ein Sandbox-Spiel. Ich mache es ja nicht so hochwissenschaftlich hier, die ganze Sache. Ich mache es eigentlich nur so zum Spaß und es geht auch allerhand immer wieder schief und so. Ja, es sieht man ja. Aber ich danke echt dir immer für die Tipps, die du mir so gibst. Ich nenne jetzt ja auch keinen Namen direkt hier. Es sei denn, es wäre gewünscht oder so. Dann erwähne ich auch mal den Namen. Aber ich sag einfach mal wirklich danke, dass du immer die Treue noch hältst und mir auch immer mal wieder Tipps gibst, wenn jemand was nicht weiß oder so. Ja, solche Leute braucht man und bin ich wirklich immer dankbar. So, genug jetzt der Dankesrede. Wir müssen aus dem Orbit raus. Ja, natürlich. Es dauert erstmal hier ein bisschen. Gut, vorzugsweise müssten wir eigentlich hier an der Apoapsis bremsen, aber ja, machen wir jetzt nicht. Wir könnten auch so bremsen. Ich will das Ding ja einfach nur zurück auf Kerbin bringen und vielleicht sogar landen. Gut, das ist mal ein Versuch. Wenn nicht, will ich einfach nur, dass der Müll einfach im Orbit verglüht. Also nicht im Orbit, sondern in der Atmosphäre. Ich sag's immer wieder falsch. Also wann werde ich das mal lernen, dass ich es richtig sage, gleich beim ersten Mal. So, allerdings, wir können jetzt, ja, wir können jetzt erstmal uns ausrichten. Gut, ich könnte das jetzt auch mit der Batterie machen. Ja, kann das sowieso so. Weil es wird sowieso Strom verbraucht. So. Wir richten uns jetzt mal aus auf die retrograde Ausrichtung hier. Ja, wie man auch sieht, das braucht schon ganz schön viel Strom. Wir hatten 2500, nicht 2500, sondern 2005 hier drin. Was, das Jahr ist doch schon lang vorbei, oder 1960, hä? Ja, nee, blöd. Spaß, schlechter Witz, ich weiß.
So, was ist denn das hier eigentlich? Irgendein Debris vom Wohnmodul noch. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau was. Ich glaube, das ist auch noch eine Rakete. Da führt sowieso allerhand rum. Manche Sachen, die sind zu klein, die Bärchen. Es ist Schwachsinn. Also da gibt es ja auch Missionen, wo man einen kleinen Ring oder was hier bergen soll oder so. Naja, den man fast nicht erstmal sieht. So. Aber ich schwätze mich schon wieder fest hier, ich merk's. Wir sind auf der Retrogradenbahn ausgerichtet. Eigentlich kann ich jetzt SAS mal ausschalten wieder. Und dann gebe ich jetzt einfach mal Schub. Es müsste normalerweise funktionieren. Warte mal, wir machen mal die Bahngröße hier. So. Moment mal. Was mache ich denn? Halt. Stopp. Orbit? Irgendwo? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt faul? Irgendwas stimmt doch da gerade nicht mehr. Wenn ich hier bremse, dürfte die Apoapsis doch nicht größer werden. Was soll denn das? Willst mich das jetzt hier verarschen? Moment mal. Ah, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich mach mal hier Control from here. Ha, da haben wir es natürlich wieder total verkehrt rum. Also neu ausrichten bitte. Retrograd. Auf. Ja. Da hat noch auf dem Haken praktisch der Ding gestanden. Der Kontrollbefehl. Allerdings hat doch der Haken selber keinen Control Center oder so, oder? So, nicht, dass ich wüsste, der ist doch einfach nur hier. Naja. So war es jetzt aber mal wieder. Das merkt man gleich, wenn das hier so rumgeht, ne? So. Warte mal, eigentlich kann ich, wenn ich jetzt eh die Düse aktiviere, kann ich das SAS auch anlassen. So. Und jetzt natürlich nochmal Vollschub. So, hinab. Ich meine, gut, und die Rakete hier, ja, da habe ich wirklich zu viel eigentlich reingebaut, aber sie funktioniert, wie gesagt. Stopp, war das jetzt schon. Das war eigentlich schon wieder zu viel. Quassel, quassel, ja. Ich weiß, ich habe mich schon wieder verquasselt. Ich muss nochmal. Also, das ist mir zu steil, der Eintritt. Ich möchte doch nicht ganz so krass hier in den Orbit hinein. Natürlich Atmosphäre, nicht Orbit. Ich will aus dem Orbit in die Atmosphäre. So. Jetzt ist richtig. So. Dazu gebe ich jetzt einfach nochmal Gas, weil das war jetzt hier wirklich falsch. Das war zu viel des Guten. Halt. Ah, das ist auch wieder. So langsam. Fange ich an, es zu hassen. Wobei, wir machen es mal so. Ich brenne mich hier auf 70 und dann warp ich hier hin. So, warp hier. Schwupp. Und dann tun wir hier nochmal abbremsen. So. Retrograd, was ist denn hier los? Und war es wieder auf Prograd gestanden? Ach ja, stimmt. Ich habe ja nochmal. Ich bin doch ein Eumel. Ist es richtig? Ah ja, doch, ja, das ist das genaue Spiegelbild. Und es klappt auch. Es brennt da unten. Aber diesmal nicht so hastig. So. Na nü. Ach so. Wenn man hier mal so ein bisschen wie bei den Kapseln das so auf, ja, nicht auf 30, aber bei 35 oder so machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Entweder wird es jetzt ein totaler Fail, dass das Zeug einfach nur verglüht, dann ist es so und dann haben wir nur halt die Möglichkeit erreicht, dass wir den Müll kontrolliert abstürzen lassen, also dass er verglüht. So. Sind wir jetzt hier auf der dunklen Seite, super geil.
So, da muss jetzt aber so ausgerichtet bleiben, auch egal, ob jetzt der Strom hier verbraucht wird. So, jetzt guckt man einfach mal. So, wartet mal ab. Jawohl, jetzt sind wir aus dem Orbit raus. So, erfahrungsgemäß, wie war das immer bei 60? War es, glaube ich, dass es angefangen hat zu glühen? Hier kann natürlich gleich mal eine Finne kaputt gehen oder so. Das ist vollkommen normal wahrscheinlich dann. Und normalerweise müssten auch die Düsenteile selber ja für hohe, sagt mir es, für hohe Temperaturen ausgelegt sein. Also dürfte es ja jetzt auch kein Problem sein, das hier kontrolliert abstürzen zu lassen. Beziehungsweise abstürzen. Ja, ich will ja, dass es eigentlich intakt bleibt, um einerseits noch den Treibstoff hier ein bisschen zu bergen. Also man bekommt ja nicht viel, aber ist so ein Prinzip, so ein bisschen so ein Öko Sach hier, was ich jetzt hier betreibe. Ich könnte natürlich auch ins Tracking Center gehen, die ganzen Schrottteile hier abbrechen und fertig aus, aber einigen Teilen will ich es auch noch machen, weil manche, die kann ich eigentlich nicht mehr retten oder so. Und die vermüllen mir einfach bloß die Ansicht oder so. Und ich sehe da nichts mehr irgendwann vom Müll. So, ja. Okay, glühen tun wir noch nicht. Das ist eigentlich ein Wunder bei der Geschwindigkeit. Okay. Ah ja, doch, jetzt fangen wir an zu glühen. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, ob wir gleich eine Überhitzungsanzeige bekommen. Ich meine, vom Bremsen her sehen wir gar nichts. Wir werden eher noch schneller momentan. Ich schalte mal kurz rüber. Ja, die bremst hier die Aboapsis. So, jetzt ist es noch so eine Sache, ob das jetzt zu heiß wird. Eigentlich müsste ich jetzt Schub nochmal geben, um langsamer zu werden. Was war das jetzt? Hallö? Hä? Ach, der Treibstoff ist leer. Ach so. Moment, kann man da nicht Crossfeed machen? So, Pam, jawohl. So, wir bremsen mal ab. Ja, jetzt verblasen wir doch noch den Treibstoff sozusagen. Aber ich habe da so ein bisschen meine Bedenken. So unter 2000. Jetzt gucke ich mir nochmal an, wie das hier jetzt passiert. Wo stehen wir denn gerade? Das sind wir genau. Nee. Hä? Ach, die Bezeichnungen immer, die verwirren einen dann. So, also wir gehen hier runter. Es wird eine Wasserlandung. So wie es ausschaut im Moment. Und es wird hier auch, ja. Wir nehmen wieder an Geschwindigkeit zu. Okay. Na gut, die Atmosphäre ist im Moment auch noch viel zu dünn, um Reibung zu machen. Ja, und schaut euch das mal an. Das hier ist alles Wüste hier. Totale Wüstenlandschaft. Ist auch faszinierend. So, kriegen wir jetzt eine Hitzeanzeige? Nein, momentan nicht. Also es glüht hier nur das Außen. Das Triebwerk ist nicht an. Oh oh. Oh oh. Was wird das? Nein, 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 das darf nicht kaputt gehen. Oh oh. Was soll das? Nein. Tu es nicht. Oh oh. Gleich macht's Bam. Gleich ist die Batterie im Arsch. Er kann immer drehen, also er kann nicht lenken. Der Schwerpunkt ist ganz schlecht. Brems ab, brems ab, brems ab. Ich warte hier auf den Knall. Also das eine ist schon ganz voll.
Das wird gleich in die Luft fliegen. Oder wir werden doch noch mal rechtzeitig langsamer. Oh, oh Mann, hat mich das erschreckt. Okay, eine Batterie ist kaputt gegangen. Retrograd. Können wir uns jetzt ausrichten? Nein. Es will einfach nicht. Vielleicht ein bisschen mit Schub. Ach, wir sind retrograd momentan. Das war falsch. Naja, egal, auf jeden Fall bremsen wir ab. Gut, der einzige Verlust war die eine Batterie, aber das kann man verschmerzen. Aber jetzt ist gut, und zwar, wo sind wir denn? Okay. Es wird eine schöne Meerlandschaft. Landung. Können wir die schon raus? Jawohl, die sind gut, Deploy. So, ich muss das jetzt manuell machen. Wie ist das plus einer? Willst du mich jetzt verarschen? Warte mal. Plus. Aha. Ich habe schon gedacht, das Ding will mich trollen. So, dann tu mal, geht auf. Ach, ich habe die nicht hoch genug gestellt. Verdammt. Altitude 2,5. Ja, die gehen erst zu spät auf. Aber jetzt sind sie offen. Sehr schön. Oh, 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 oh. Nicht auseinanderbringen. So, genau, bremst schon mal ab. Jawohl. Und das hier noch. So, die Hauptschirme zünde ich aber erst so bei 500 oder so. Hier ist jetzt das Altimeter richtig, weil wir ja auf den Meeresspiegel gehen. So, und 3, 2, 1, go! Hoppla. Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas was Falsches. Okay. Die Batterie hat überlebt. So, naja, egal. Auf jeden Fall, es ist im Meer abgestürzt. Passt, das können wir noch recovern. Naja. Puh, ich müsste vorher dann nochmal das Staging richtig machen. So, einmal Haken, gell, viel Geld hat sich begeben. Da gerade nur fast knapp 1000er. So, dann. So. Das passiert mir jetzt hoffentlich nicht mit den anderen Kerbins hier. Wo ist denn der Rettungsdinger? Schrottsammler Probe, Schiff. Ist es der? Der müsste es eigentlich sein, ne? Ja, er ist es. So. Hier machen wir es allerdings anders. Weil die drei Hansele von Fallschirme hier halten das Ding hier nicht. Also das könnte knicken. So, wir können ja mal kurz das gucken, ob wir noch einen Statusbericht ablegen können. Nee, können wir nicht. Weg damit. So. Okay, ja, da würde ich sagen, die Rakete begibt sich auch hier zurück. Ja, wir müssten eigentlich eine bauen, wo man mehrere Sachen auf einmal machen können, dann. Weil die hat ja wirklich noch. Ja, gut, naja. Auch nicht mehr viel Treibstoff, aber trotzdem noch viel. Relativ gesehen jetzt. Ich labere hier wieder einen totalen Mist zusammen, okay. Retrograd. Hier müsste normalerweise die Ausrichterei korrekt sein. Also hier begeben wir uns einfach eigentlich nur auf die Eintrittsbahn und dann springen wir wie üblich die Rakete ab. So, hier müssen wir dann aufpassen, dass wir da auch nicht zu steil reinhauen. Okay, wir geben Stoff. Jawohl, klappt schon mal. Also das langt mal gleich. Ja, ja doch, so. Dann fahren wir hier rüber. Das ist wieder
Bist du? Nee, Quatsch. Mich will nur dahin warpen. Aber da sind mir zu viele Sachen im Orbit. Das ist nämlich das, was ich meine. Da ist dann irgendwann zu viel Müll im Orbit und dann haben wir dann die Bescherung. So. Das reicht eigentlich hier schon. Hier kann ich auch abbremsen auf die retrograde Art. Es richtet sich schon wieder neu aus. Sehr schön. So. Naja, dann ist das andere wenigstens kontrolliert abgestürzt. Leider haben sich die anderen Fallschirme nicht geöffnet, weil ich das mit dem Staging falsch hingeschoben hatte. Ich hätte eins drüber machen müssen. Naja, das versuchen wir nochmal bei der nächsten Rettungsmission. So, wo sind wir jetzt hier? Okay, dann geben wir jetzt hier mal Schub. Blub, wo sind wir? 42 zu 113. Ja, da können wir noch ein bisschen Gas geben. So, ja, bei den Kapseln, da ist es nicht so tragisch, die hat ein Hitzeschild. So, da können wir auch mal einen harten Eintritt machen. 20. So, 0. So, jetzt würde ich sagen, dass ja, die Rakete verglüht und aber wir machen das ganz anders da. So, erstmal hier Stabilität Assistent. Und dann müsste ich mich jetzt in den orangenen Bereich richten. Na, komm. Mach mal das RCS-System mit an. Dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Ach, falsch. Andersrum bitte. Ich muss doch in den blauen Bereich. Na, komm. Jetzt lenk endlich. Ich muss das Ding noch loswerden. So. Jawohl. Sehr schön. Das ist gut so. Abkoppeln. Abkoppeln, habe ich gesagt. So, jawohl. Jetzt kommt die Pudeletti zum Vorschein. Die wir gar nicht gebraucht haben. Also eigentlich kann ich da ja fast irgendwo zum Mimus oder so fliegen und da Zeug bergen. Also die Rakete ist total overpowered. Also ja, was habe ich mir da dabei gedacht? Ja, da bin ich auf wirklich sehr viel Sicherheit gegangen. Auf 50% hier mindestens. Oder 50-fache, so nicht Prozent, sondern Fach. So, und jetzt müsste eigentlich, ich hoffe, das Triebwerk hier knallt uns nicht irgendwo wie das Schiff. Ich sag's dir. Den Rest können wir auch mal abkoppeln, jawohl. Und wir richten uns retrograd aus. Zack. So, ihr zwei, ihr könnt jetzt hier mal machen, was ihr wollt. Ja, vor allem das eine Ding war ja noch sehr voll. Ich meine, was ich jetzt probieren hätte können. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen wäre, dass ich mit dem Triebwerk lande. Hätte man machen können. So, wir sehen auch schon, die Platte fängt an zu glühen, also sie ist schon rot. Na, das probiere ich vielleicht das nächste Mal. Also, probieren geht über studieren, wie gesagt. Zumindest mit dem Pudel-Engine-Teil würde ich sagen. Mit dem Rest, dem großen, würde ich es nicht machen. Das ist nur zu gefährlich. Also nicht, dass das Ding sich auch nach vorne umdreht und ja, dann haben wir das Problem. Nee, nee, es passt schon und das ist sehr schön. Also Monopropellant haben wir ja einiges verblasen. Also ja, fast nicht einmal die Hälfte, aber wir haben es auf jeden Fall gebraucht. So. Das ist auch lustig. Jetzt sieht man hier die Kugeln hier, also die Tanks. Wie als wären die auch hier, würden die auch glühen. Ja gut, eigentlich zumindest müsste es sehr heiß werden.
Wenn der Ablader ja eigentlich heiß wird, isolieren tut er ja nicht wirklich, ja, weil er glüht überall. Also wenn, dann müsste er hier innen, dürfte jetzt ja nicht glühen, wenn er ja isolierend wäre. So, schön sieht's aus. Das ist die neue Sonne. Ja, um die Schrift muss man sich jetzt mal keine Gedanken machen. Die ist beschriftet, die Sonne. So. Aber es geht hinab. Und hier sieht man halt schon, hier bremst man ordentlich. Gut, die Rakete hat zum Schluss auch gebremst, allerdings ja. Die Fallschirme halt nicht so funktioniert, wie ich wollte. So, Licht hätten wir auch noch. Ich habe ja nur den großen Schild genommen, damit hier die Tanks und das Licht alles hier geschützt ist. So, und hier habe ich auch nur die normalen Fallschirme hin. Den kann ich jetzt auch noch wegspringen, oder nicht? Ne, ich lasse ihn einfach mal so, wie er ist. Ich glaube nicht, dass der wegspringbar ist. Wird man dann schon sehen, wenn wir die Fallschirme aufmachen, ob der dann abfliegt oder nicht. Auch normal nicht. Weil der ist ja eigentlich schon abgesprengt. So, wie schaut die Geschwindigkeit aus? Jawohl. Passt alles. Ja, ist ja wieder gesagt, Routine, ja. So, sehr schön, wir haben aufgehört zu glühen. Ja gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ich beende jetzt die Folge mal hier und die Landung seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.